Vielen Dank, Herr Kollege René Rock, Seligenstadt. Das Wort hat nun die Frau Kollegin Katrin Anders, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir heute über Investitionen sprechen, über Investitionen in frühkindliche Bildung. Denn genau diese Investitionen sind es ja, die unsere Zukunft stark machen, die unsere Kinder stark machen. Und deswegen freue ich mich, dass diese Landesregierung und die tragenden Fraktionen in dieser Legislatur so viel Geld wie noch nie für Kinderbetreuung zur Verfügung stellen und vor allem so zielgerichtet wie noch nie. Und ich finde das schon abenteuerlich, was man hier in der letzten halben Stunde so alles gehört hat, weil Kinderbetreuung ja originäre kommunale Aufgabe ist. Das ist ja nicht ein Nice-to-have, was sich Kommunen mal so ausgedacht haben, sondern es ist die Pflichtaufgabe der Kommune. Und ich stimme ja mit ziemlich wenig, was Herr Rock hier eben vorgetragen hat, überein. Aber eine Sache, da stimme ich Ihnen überein, dass natürlich die Kinderbetreuung systemrelevant ist, weil sie ja gerade in den letzten Monaten, aber natürlich vor allem in den letzten Jahren gezeigt hat, dass es ohne Betreuung weniger Steuereinnahmen gibt. Und das liegt daran, dass zwei Elternteile arbeiten gehen können und dass es eben nicht mehr nur die Aufgabe der Mama zu Hause ist. Das hätte die rechte Seite hier gerne, die Frau zurück an den Herd bei den Kindern. Aber dann könnten Sie vieles von dem, was Sie hier fordern, auch nicht finanzieren. Und jetzt mal Ihre Frau sagt was anderes. Ja, die sitzt aber hier interessanterweise nicht, ne? Überhaupt sitzt überhaupt keine Frau mehr bei Ihnen. Das ist ja noch interessanter. Aber zu den. Das ist noch. Meine Damen und Herren, ich habe auch eine Frau zu Hause. Ich darf herzlich darum bitten, dass wir wieder normal und vernünftig jetzt in die Beratung einsteigen. Die kommt ja ab und zu mit. Das Wort hat die Frau Kollegin Anders, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Mein Opa hätte gesagt, und zu Hause hat man auch schöne Klickersche. Aber jetzt zu den Investitionskosten des Bundes, weil darüber haben wir ja heute auch schon ganz viel gesprochen. Und ich glaube, da braucht es eine kleine Rekapitulation, wie es denn überhaupt zu den Bundesmitteln gab, die ja jetzt ausgeschöpft sind und warum die überhaupt eingeführt wurden. Es wurde ein Rechtsanspruch eingeführt für Einjährige und im Zuge dessen wurde auch, hat der Bund sich bereit erklärt, Investitionsmittel den Kommunen zur Verfügung zu stellen, um diesen Rechtsanspruch auch umsetzen zu können. Und für diese Aufgabe hat der Bund, und da sollte man jetzt gut zuhören, in den letzten Jahren dem Land Hessen 86 Millionen € zur Verfügung gestellt. 86 Millionen. Und dieses Bundesprogramm ist ausgelaufen. Das bedauern wir. Wir hätten das natürlich noch gerne fortgesetzt. Aber glücklicherweise haben wir einen sehr verantwortungsvollen Sozialminister und einen sehr verantwortungsvollen Finanzminister. Und ich danke beiden sehr, dass sich beide sehr schnell nach Auslaufen des Bundesprogramms dazu entschieden haben, weitere 142 Millionen € für die Investitionen in den Kita-Ausbau zur Verfügung zu stellen. 142 Millionen € und keine 86 Millionen €, wie es der Bund getan hat. Wer da von einem Tropfen auf den heißen Stein spricht, der hat die Realität, glaube ich, nicht erkannt. Der sieht nicht, was diese Landesregierung alles tut und vor allem, was sie auch verlässlich tut. Mitnichten ist es so, dass die Kommunen nicht wüssten, was auf sie zukommt. Der Finanzminister hat schon vor wenigen Wochen an die Kommunen geschrieben, hat alle informiert darüber, wie die Finanzierung aussieht, wie sie verlässlich aussieht. Und die Jugendämter wissen sehr wohl, welches Budget ihnen zur Verfügung steht. Nee, eben. Genau. Und
Ich finde es gut und wichtig, dass die Jugendämter darüber entscheiden können, weil die nämlich auch wissen, was in den letzten Jahren schon ausgebaut wurde. Die wissen, wo die Neubaugebiete mit den neuen zugezogenen Familien sind. Die wissen, wo der Investitionsbedarf am höchsten ist. Und ich glaube nicht, dass wir von Wiesbaden aus besser entscheiden können, wo der Investitionsbedarf in Hessen am größten ist. Und ich teile auch nicht Ihre Einschätzung, dass es nur damit getan ist, Kita-Bauten zu errichten und dass das die Lösung aller Probleme ist. Denn meine Wahrnehmung ist eine andere. Das, was ich in den Kommunen sehe, ist, dass sehr wohl auch in den letzten Jahren viel neu gebaut wurde, aber schlichtweg das Personal fehlt, um die Gruppen überhaupt zu öffnen, um überhaupt die Kinder in die Kitas zu holen. Und deswegen braucht es die Qualitätsoffensive, die wir jetzt starten. Deswegen braucht es die Fachkräfteoffensive. Nur auf die Investitionskosten der Kita-Bauten zu gucken, ist, denke ich, zu eindimensional. Und deswegen erläutere ich gerne noch einmal, was die Qualitätsoffensive und auch die Fachkräfteoffensive in den nächsten Jahren für Hessen bringen wird. Wir investieren in die Leitungsfreistellung. Wir erhöhen die Ausfallzeiten und wir erhöhen die Pauschalen deutlich. Und damit werden selbstverständlich die Kommunen besser ausgestattet, um ihrer Pflichtaufgabe der Kinderbetreuung deutlich besser nachzukommen. Die Grundpauschale wird um 40% erhöht. Die Schwerpunktkitas kriegen 20% mehr. Die Arbeit von behinderten und nicht behinderten Kindern wird deutlich besser finanziert und auch die längeren Öffnungszeiten. Das sind die Schwerpunkte, die einen deutlichen Schwerpunkt auf die Qualität setzen. Und deswegen kann man eben nicht nur über die Kita-Bauten reden, sondern wenn man über Kita-Bauten spricht, muss man auch darüber reden, was in den Kita-Bauten alles passieren soll und mit welchem Personal das auch passieren soll. Und unabhängig davon, von wem das Geld jetzt wie kommt, ich finde ja, dass wir mit der 1 Milliarde, die wir am Ende der Legislatur ausgegeben haben, einen deutlichen Fokus setzen, ist es doch definitiv 1 Milliarde mehr als in der letzten Legislatur. Es ist doch deutlich mehr Geld, als bisher den Kommunen zur Verfügung stand. Und deswegen kann ich Ihre Rechnungen, die Sie hier aufführen, nicht nachvollziehen. Und Fakt ist auch, dass wir mit den Regelungen, die wir jetzt im HKJGB treffen, endlich auch eine flächendeckende, gute Qualität in den Kitas gewährleisten. Denn es ist eben nicht mehr davon abhängig, ob ich in einer Kommune lebe, die finanzstark ist, die hohe Gewerbesteuereinnahmen und hohe Einkommensteuereinnahmen hat, sondern alle Kommunen in Hessen können dieselbe Qualität gewährleisten. Das ist Gerechtigkeit. Das ist Investitionen in die Zukunft aller Kinder in Hessen und nicht nur von denen, die zufällig Glück haben und in Eschborn wohnen. Ich fasse also zum Schluss gerne noch einmal zusammen. Investitionen werden von uns getätigt. Der Bund hat 86 Millionen € zur Verfügung gestellt in der letzten Legislatur. Wir stellen 142 Millionen € zur Verfügung. Das ist deutlich mehr, als der Bund in den letzten Jahren hier in Hessen investiert hat. Das ist richtig, das ist gut. Aber die anderen Qualitätsmaßnahmen zu vernachlässigen, wäre fahrlässig. Und deswegen ist unser Weg definitiv der richtige. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Es gibt eine Kurzintervention. Frau Kollegin Lisa Gnadl, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann das so, was die Kollegin Anders von den GRÜNEN hier vorgetragen hat, einfach nicht stehen lassen. Sie haben eben gesagt, alle Kommunen in Hessen könnten die gleiche Qualität gewährleisten. Und genau das ist eben nicht der Fall, weil die Ausstattung, die finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden in Hessen ist eben sehr unterschiedlich. Und es gibt viele Kommunen hier in Hessen, die eben nicht die Möglichkeit haben, so in die Kitas zu investieren, wie sie das eigentlich für notwendig erachten würden. Ja,
Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Aber das Problem ist doch, dass sie für diese Pflichtaufgabe nicht genügend finanzielle Mittel haben, um dieser Aufgabe überhaupt gerecht werden zu können. Schauen Sie sich doch einmal an, wie wenig Sie in die Betriebskosten in die Kitas investieren. Wir haben schon seit Jahren fordern wir, dass wir eine Zweidrittelübernahme der Betriebskosten seitens des Landes für die Kommunen brauchen, damit die auch Spielräume haben, vor Ort in gute Kinderbetreuung investieren zu können. Da sind Sie seit Jahren, machen Sie an der Baustelle Betriebskosten nichts. Sie finanzieren eben nicht die Not, Sie geben nicht die notwendigen Mittel, damit auch überall die Qualität für die Kinder hier in Hessen in der Kinderbetreuung gleich ist. Das ist Ihre Verantwortung. Und dann reden Sie davon, dass der Bund nicht genügend Mittel gibt. Der Bund, ja, es gab den Rechtsanspruch auf Bundesebene. Ich weiß gar nicht, stellen den die Grünen in Frage. Stellen den die Grünen in Frage? Sind sie nicht für diesen Rechtsanspruch? Und seitdem es diesen Rechtsanspruch gibt, gibt es jetzt schon das fünfte Investitionsprogramm des Bundes, wird jetzt mit dem Konjunkturprogramm aufgelegt. Parallel dazu die 412 Millionen Euro im Gute-Kita-Gesetz. Und das alles, obwohl es eben nicht die originäre Aufgabe des Bundes ist, in Kinderbetreuung zu investieren, sondern es ist die originäre Aufgabe des Landes, in Kinderbetreuung zu investieren. Und dieser Aufgabe kommen Sie nicht nach. Frau Kollegin Gnadl, Sie müssen wirklich zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Der Hessische Landkreistag hat 1 Milliarde Investitionslücke ausgerechnet für die Bedarfe in den Ausbau der Kinderbetreuung. Dem stehen jetzt 142 Millionen Euro übrig. Und diesen Mangel sollen dann die Landkreise verteilen. Danke schön. Danke sehr. Frau Kollegin Anders, möchtest du antworten? Nein. So, meine Damen und Herren, nächste Rednerin, die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herzlichen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Meistens freue ich mich ja darüber, dass wir als LINKE weder hier in der Hessischen Landesregierung noch in der Bundesregierung sind. Heute ganz besonders, weil... Das freut uns irgendwie auch. Genau, das freut Sie auch. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie das auch freut, vielleicht auch noch aus anderen Gründen, weil Regierungszugehörigkeit, ich denke... Herr Boddenberg, sind Sie? Meine Damen und Herren, ich würde doch bitten, die Frau Kollegin Böhm reden zu lassen. Ansonsten freue ich mich, dass die Stimmung gut ist. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Dankeschön. Regierungszugehörigkeit macht, und das haben Sie ja heute ja mitbekommen, die Debattenverläufe schrecklich vorhersehbar. Teilweise konnte ich wirklich die nächsten Worte schon mitsprechen aus den Reden. Die SPD lobt den Bund und natürlich Frau Giffey über den grünen Klee und verdammte die Landesregierung. Die Landesregierung Schwarz-Grün poltert zurück, regt sich über befristete Bundesprogramme auf und verweist auf die eigenen Maßnahmen. Und da muss ich noch sagen, also, ich habe den Eindruck, dass wir für jeden Euro, den Sie in die Kinderbetreuung investieren, den Sie in die Kinderbetreuung, nein, das ist nicht Ihr Geld. Das ist das Geld von Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen. Und wir müssen hier keine Dankbarkeitsorgien dafür abgeben. Dass Sie sich dazu entschlossen haben, auch ein bisschen Geld für die Kinderbetreuung zu überlassen. Und damit dreht sich mit dieser ganzen Debatte alles schön im Kreis. Aber den Kindern, den Eltern und den Erzieherinnen ist damit leider überhaupt nicht geholfen. Natürlich hat beides auch ihre Berechtigung. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, es ist natürlich ein Problem für die Länder und Kommunen, wenn die Förderprogramme des Bundes auch nur auf wenige Jahre befristet sind. Das gilt ja bekanntlich auch nicht nur für das Gute-Kita-Gesetz. Und ein Versprechen, dass es immer weiter finanziert wird mit Bundesmitteln, tritt halt auch nicht immer ein. Das haben wir da bei dem Auslaufen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive ja sehen können.
Und wenn jetzt Frau Giffey 1 Milliarde € im Rahmen des Konjunkturpakets den Ländern zur Verfügung stellen will, ist das erfreulich. Aber das hat nur, das löst nicht das Problem. Es löst weder, das hat weder was mit Corona zu tun, sondern es löst auch nicht das Problem der befristeten Mittelbereitstellung für dauerhafte Ausgaben. Und es ist deutlich, weder die Mittel vom Bund noch die Mittel vom Land sind ausreichend. Es ist erforderlich, dass es wesentlich mehr Geld in die Kinderbetreuung investiert wird. Nur die sehr geehrte CDU-Fraktion, ja auch, dass der Bund ausschließlich befristete Programme und Anschubfinanzierungen durchführen kann, wenn es um Bildungsfragen geht, hat doch in erster Linie mit ihrer Verantwortung zu tun. Es waren gerade die CDU-Länderchefs, die sich im Rahmen der Föderalismuskommission sich vehement jede Einmischung des Bundes in Bildungsfragen verbeten haben. Wir verdanken es besonders Ihrer Partei, dass Bildungsfragen in Deutschland, und dazu gehört auch die frühkindliche Bildung, ein reiner Flickenteppich sind und das Kooperationsverbot existiert. Und es ist unredlich, dann ständig auf die Länderhoheit in der Bildung zu pochen. Wenn es aber um eine angemessene Finanzierung geht, da rufen Sie lautstark nach dem Bund. Unsere Partei, meine Partei hat damals in der Föderalismuskommission vehement dafür gekämpft, dass der Bund die Möglichkeit erhält, in Bildungsinfrastruktur dauerhaft zu investieren, und ist an der Besserwässerei von den CDU-Ministerpräsidenten gescheitert. Und natürlich hat auch heute der seitens der SPD-Fraktion vorgelegte Antrag im Kern recht. Das Land Hessen drückt sich seit Jahren vor der notwendigen Investition im Kita-Bereich. Die Pauschalen des Landes für die Kita-Finanzierung werden auch mit dem aktuellen Gesetzentwurf von Schwarz-Grün wieder nicht dynamisiert, sodass Tarif- und Betriebskostensteigerung weiterhin auf Kosten der Kommunen und Träger gehen oder an die Eltern über Kita-Beiträge weitergereicht werden. Der Investitionsstau bei der Sanierung oder der notwendige Neubau von Kindertagesstätten ist hessenweit enorm, aber natürlich besonders eklatant in den Ballungsräumen. Und da ist das eben, es ist nicht nur so, dass Sie die Beträge, die Sie in Ihrem Investitionsprogramm vorgesehen haben, viel zu niedrig ist. Es ist auch angesichts der äußerst unterschiedlichen Bedarfe im Land tatsächlich völlig unsinnig, hier mit einer Gießkanne zu verteilen. Wir bräuchten stattdessen eine vernünftige Bedarfsermittlung. Was ist denn notwendig an Mitteln, die wir in den Kita investieren wollen? Aber das ist klar, das wollen Sie nicht. Weil wenn Sie diese Zahlen sehen würden, wüssten Sie ja genau, dass Ihre Investitionsmittel gerade nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Wir wüssten vielmehr, dass der Zugzwang auf Seiten des Landes viel mehr zu investieren, viel größer ist. Und wenn man nicht weiß, was man für Zahlen zu erfüllen hat, dann tut man so, als würde das auch nicht existieren. Und über die kommunalen Spitzenverbände muss man dann auch nicht mehr reden. Aber alles das geht auf Kosten zulasten der frühkindlichen Bildung. Aber das wissen wir ja schon, das kennen wir aus der Corona-Krise ja gerade deutlich, wo die Kinderbetreuung als letztes wieder eröffnet worden ist, nach allem anderen, was jetzt Ihnen wesentlich wichtiger ist. Da der Antrag der SPD in der Sache vollkommen zutreffend ist, würden wir natürlich auch zustimmen. Es geht uns darum, dass es in der frühkindlichen Bildung hier auch die Grundlagen für Bildungsgerechtigkeit gelegt werden, dass ausreichende finanzielle Mittel, beste Betreuungssituation und der möglichst komplett kostenfreie Zugang für alle Kinder gewährleistet wird. Aber davon sind wir in Hessen ja noch weit entfernt. Und an diesen Anforderungen muss sich die schwarz-grüne Landesregierung aber weiter messen lassen. Jetzt flattert mir aber heute Morgen der Antrag von Schwarz-Grün auf meinen Schreibtisch, und dazu muss ich noch etwas sagen. Nicht zu Ihrer unseriösen Hochrechnung, wo Sie sich für Geld loben, das Sie vom Bund bekommen und den Kommunen weggenommen haben. Auch nicht für Ihre Berechnungen, wo Sie so tun, als würden Sie ewig viel Geld ausgeben und hoffen, dass es keiner merkt, dass diese Summe für viele Jahre gestreckt ist. Aber was mich wirklich ärgert, heute Morgen haben Sie sich mit einem Halbsatz, oder es ärgert mich nicht, es war nicht typisch, heute Morgen haben Sie sich mit einem Halbsatz entlarvt. Viele Eltern haben noch nicht den Platz, den sie sich für ihr Kind wünschen, steht in Ihrem Antrag. Nein, viele Eltern haben noch gar keinen Platz.
Viele Eltern werden darauf vertröstet, dass ihr Kind dann mit 4 Jahren vielleicht in die Kita kommt. Das ist die Realität in den Kommunen. Vielleicht wissen Sie nicht, kennen Sie die nicht, aber Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker müssen das eigentlich wissen, wenn sich Eltern beschweren. Schließlich kommen ja mehr Kinder auf die Welt. Es ziehen auch noch Menschen mit Kindern zu. Und ich denke, es ist deutlich, dass die Kitaplätze nicht ausreichen. Aber den einen Halbsatz, den Kitaplatz, den Sie sich wünschen, ja super. Also wenn ich einen Arbeitsplatz habe, wo ich morgens um 7 auf die Arbeit fahren muss und vielleicht zwischen 5 und 5:30 nach Hause komme, dann nützt mir ein Platz von 8 bis 12 Uhr nichts. Was soll ich damit anfangen? Damit kann ich doch keinen Arbeitsplatz ermöglichen. Da kann ich keine Arbeit machen. Wer kümmert sich denn um den restlichen 6 Stunden ums Kind? Beziehungsweise vielleicht auch um die Kinder? Und es ist kein Wunder, dass die Bertelsmann-Studie vor wenigen Tagen vermeldet hat, dass Frauen im Lebensdurchschnitt ein 45% geringeres Erwerbseinkommen als Männer haben. Das gilt insbesondere bei Müttern. Die haben ein 62% geringeres Erwerbseinkommen. Auch wenn es heute schon viele Paare gibt, die Erwerbstätigkeit und Familienarbeit teilen. Aber wenn es ums Einkommen geht, von dem die Familie leben muss, und das haben wir gerade zu Corona-Zeiten deutlich gemerkt, müssen Frauen immer zurückstecken, weil das Geld ansonsten nicht reicht. Denn auch ohne Kinder verdienen Frauen immer noch zu 13% weniger, wie die Bertelsmann-Studie sagt. Und mit dem mangelhaften Ausbau der Kinderbetreuung sorgen Sie dafür, dass dieses Gap sich immer noch weiter vergrößert. Und das ist der Skandal. Ich möchte noch ein Wort sagen zur FDP. Ich hoffe doch, Herr Rock, dass Sie auch in anderen Themen, wenn es um die Unterfinanzierung der Kommunen geht, an unserer Seite so stehen wie heute bei der Kita-Betreuung. Das würde ich mir in Zukunft wünschen. Aber Kindertagesstätten, die frühkindliche Bildung ist, und ich hoffe, ich habe Sie da falsch verstanden, sind nicht nur wichtig für die Steuereinnahmen. Es geht um wirklich eine Bildungsaufgabe, einen Bildungsauftrag und eine Frage der Zukunft der Kinder. Und ich will das nicht nur anhand von fiskalischen Erwägungen beurteilen. Und weil ich nicht daran glaube, dass sich Schwarz-Grün heute ernsthaft der Aufgabe widmen wird, diese Kindertagesbetreuung, diese frühkindliche Bildung tatsächlich wirklich auszubauen. Wir brauchen wirklich die Möglichkeit, dass dieser Föderalismuswahn im Bund beendet wird und dass der Bund endlich dauerhaft Bildung finanzieren kann. Wir brauchen ein Kita-Qualitätsgesetz des Bundes, um wegzukommen von diesen launenhaften, erfolgenden Finanzspritzen, um den Kommunen tatsächlich eine Planungssicherheit zu geben. Und das ist ganz wesentlich, bundesweit vergleichbare Standards in der frühkindlichen Bildung durchzusetzen. In diese Richtung muss es gehen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Das Wort hat jetzt der Sozialminister, Staatsminister Klose. Hi, bitte. Geschätzter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will die Gelegenheit jetzt gerne nutzen, um in diese Debatte doch noch einmal ein paar zusätzliche Fakten reinzubringen. Fakt Nummer eins ist, diese Landesregierung aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN unterstützt die Kommunen bei der Kinderbetreuung so wie noch keine Landesregierung vor ihr. Die Mittel, die vom Land an die Kommunen fließen, sind jedes Jahr gestiegen. Und damit Sie diese gewaltigen Summen auch noch einmal direkt vor Augen haben, noch im Jahr 2013 hat das Land den Kommunen 445 Millionen € für die Kinderbetreuung gezahlt. Heute, im Jahr 2020, sind es 1,1 Milliarden €, eine absolute Rekordsumme. Schade daran ist nur, und das hat auch die heutige Debatte ja bisher einmal mehr gezeigt, dieses außerordentliche Engagement der Landesregierung für die Kinder,
für die Familien in diesem Land missfällt einigen Fraktionen hier. Und es ist wie meistens bei Ihnen in der Sache alles richtig, aber natürlich immer zu wenig. Und ich will das auch gern mit Beispielen unterfüttern. Die Landesregierung erhöht die Betriebskostenförderung für die Kindertagesstätten auf insgesamt 720 Millionen €. Darüber wird in Ihrem Antrag kein Wort verloren. Die Landesregierung steigt in die dualisierte vergütete Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher ein, investiert dafür mehr als 45 Millionen €. In Ihrem Antrag kein Wort dazu. Die Landesregierung springt für ein auslaufendes Bundesprogramm ein und stemmt in kürzester Zeit zusätzliche 142 Millionen € für den Ausbau und für die Sanierung von Kindertagesstätten. Das findet dann zwar Erwähnung bei Ihnen, aber natürlich ist es Ihnen zu wenig. Und, verehrte Kollegin Gnadl, bis heute liegt kein einziger seriöser Vorschlag auf dem Tisch, wo die SPD bei der Kinderbetreuung eigentlich ihre Prioritäten setzen möchte. Sie haben zwar mit einer Menge Zahlen jongliert, die Sie dafür oder hierfür aufwenden wollen, aber auch nur ein Haushaltsantrag, in dem eine konkrete Gegenfinanzierung dargelegt ist, sucht man nach wie vor vergebens. Luftschlösser zu bauen, das ist nicht schwer. Reale Politik seriös und verantwortlich zu gestalten, das sind dann offensichtlich erkennbar zwei verschiedene Paar Schuhe. Unser Kurs in der Kinderbetreuung ist dagegen ganz klar. Ausbau der Plätze, Steigerung der Qualität und gegebenenfalls weitere Schritte in Richtung Gebührenfreiheit. Wir hatten ja gestern bereits ziemlich ausführlich Gelegenheit, über Qualität in der Kinderbetreuung zu sprechen und werden das ja morgen auch noch fortsetzen. Die sechsstündige Gebührenfreiheit haben wir bereits in der letzten Legislaturperiode umgesetzt, und deshalb geht es jetzt und hier um den weiteren Ausbau der Plätze. Da gehört es eben einfach auch zur Wahrheit, dass der Bund sein Förderprogramm für den Ausbau trotz des anhaltend hohen Bedarfs der Kommunen hat auslaufen lassen. Und wir sind als Land in die Bresche gesprungen, damit die Kommunen nicht im Regen stehen bleiben. Gemeinsam mit dem Finanzministerium, mit den Koalitionsfraktionen haben wir uns extrem schnell auf die Summe von 142 Millionen € verständigt, die das Land den Kommunen zusätzlich für den Ausbau der Plätze zur Verfügung stellt. Das ist übrigens deutlich mehr, als im Bundesprogramm von 2017 bis 2020 für Hessen bereitgestanden haben. Diese Landesregierung schafft also erstmals ein eigenes Landesinvestitionsprogramm, um Kommunen und freie Träger dabei zu unterstützen, Einrichtungen zu bauen und zu sanieren. Wir haben das Programm an die Bestimmungen der ausgelaufenen Bundesförderung geknüpft, und wir haben auch bereits begonnene Vorhaben förderfähig gehalten. Und so wird der Verwaltungsaufwand auch der Kommunen so gering wie möglich. Diese Förderrichtlinie ist in Kraft. Das heißt, es kann gebaut, es kann saniert, es kann renoviert werden. Und auch hier muss ich wieder daran erinnern, nicht wir als Land geben vor, welche der 4.300 Kitas im Lande Hessen am allerdringlichsten saniert werden muss oder wo der Bedarf für neue Plätze am höchsten ist. Wir stellen aber aufgrund einer total transparent gemachten Berechnung ein Budget für jeden Jugendamtsbezirk bereit, und vor Ort wird dann entschieden, welche der Vorhaben am dringlichsten sind. Das ist gelebte kommunale Selbstverwaltung, und natürlich geht sie auch immer mit eigener Verantwortung einher. Das gibt es nicht ohne einander. Vielleicht müssen Sie sich daran nach so vielen Jahren der Opposition noch einmal gewöhnen. Und diese Landesmittel stehen im Übrigen nicht unter Finanzierungsvorbehalt, wie Sie fälschlicherweise in Ihrem Antrag schreiben. Wir stellen insgesamt 142 Millionen € für den Ausbau von Kitas bereit. Davon sind 92 Millionen € bereits im Landeshaushalt verankert. Und
Wegen des hohen Bedarfs der Kommunen werden zusätzliche 50 Millionen € bereitgestellt. Das wurde den Präsidenten der Kommunalen Spitzenverbände auch genauso wie vereinbart in einem gemeinsamen Letter of Intent des Finanzministers und von mir schriftlich mitgeteilt. Aber natürlich stehen diese 50 Millionen € erst dann zur Verfügung, wenn Sie als Haushaltsgesetzgeber auch zugestimmt haben. Sie sehen also, wir sorgen weiter dafür, dass massiv in Kinderbetreuung investiert wird. Und ich freue mich wirklich darüber, dass der Bund sich ganz aktuell entschieden hat, im Rahmen seines Konjunkturprogramms auch wieder in die Investitionsförderung für Kitas einzusteigen. Für Hessen können wir aus diesem Programm insgesamt rund 77 Millionen € für die Jahre 2021 und 2022 erwarten. Das ist gut, und es ist immerhin die Hälfte dessen, was wir als Landesregierung investieren. Wenn der Bund also 77 Millionen € für Hessen bereitstellt, dann zeigt das noch einmal eindrucksvoll, welche Leistung hinter den 142 Millionen € des Landes steht, meine Damen und Herren. Ich freue mich dann auf den Antrag der SPD, in dem Sie hier kraftvoll geißeln, dass die Bundesmittel Ihrer Familienministerin nur ein winziges Tröpfchen auf den heißen Stein sind. Strich drunter, noch nie hatte dieses Land eine Landesregierung, die die Kommunen beim Ausbau der Plätze so stark unterstützt hat. Da sagen Sie, wir wollen ja auch mehr Plätze. Sie bleiben aber bei Ihrem ewigen Mantra. Sie fordern noch mehr des Guten, das diese Landesregierung ohnehin umsetzt. Und wissen Sie, damit kann ich gut leben, denn für alles, was Sie darüber hinaus wollen, fehlt jeder seriöse Finanzierungsvorschlag. Meine Damen und Herren, die COVID-19-Pandemie hat uns allen noch einmal gezeigt, wie wichtig Kinderbetreuung ist für das Recht der Kinder, mit den gleichen Chancen aufzuwachsen und damit Eltern, Beruf und Familien vereinbaren können. Mit unserem Landesinvestitionsprogramm unterstützen wir die Kommunen verlässlich dabei, weitere Plätze zu schaffen oder auch ältere Gebäude zu sanieren und so gefährdete Plätze zu erhalten. Von diesem Förderprogramm profitiert auch die Kindertagespflege, denn mit dem Geld des Landes kann auch hier renoviert und ausgestattet werden. Deshalb nochmals, die Unterstützung der Landesregierung für die Kinderbetreuung war noch nie so groß wie heute. Mehr Plätze, mehr Qualität und Beitragsfreiheit. Genau diese konsequente Linie setzen wir fort. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sind am Ende der Aussprache angekommen. Wir überweisen, so ist es vorgesehen, den Antrag der SPD-Fraktion, den Dringlichen Entschließungsantrag, an den Fachausschuss. Ja, alle einverstanden? Dann wird dies so gemacht. Bevor wir weitergehen, ist eingegangen an Ihren Plätzen verteilt Dringlicher Antrag der Kollegen Christoph Degen, Frank-Thilo Becher, Tobias Eckert, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Kain Hartmann, Manuela Strobe, Turgut Yüksel, Fraktion der SPD, Jugendherbergen in der Corona-Krise und so weiter und so fort. Drucksache 20/3079. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann ist dies Top 109. Die Redezeit beträgt 5 Minuten. Herr Kollege Rudolph, ja, drücke mal drauf. Herr Präsident, wir bitten den Antrag, den Haushaltsberatungen Top 13 und weitere zuzuweisen. Brauchen wir keine extra Redezeit. Also zu Top 13 mit dazu. Hat er irgendeine Probleme mit? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir es so. Dann ist verteilt an Ihren Plätzen Eingang Dringlicher Antrag Fraktion der SPD, FDP, DIE LINKE, Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, Drucksache 20/3080. Nach § 59 Nummer 2 unserer Geschäftsordnung sind Anträge auf Einsetzung von Untersuchungsausschüssen dringlich und somit auf eine bereits festgelegte oder genehmigte Tagesordnung zu setzen. Somit wird der Dringliche Antrag ohne Bejahung der Dringlichkeit durch das Plenum auf die Tagesordnung als Top 1 der 10 gesetzt. Vereinbarungsgemäß wird dieser Tagesordnungspunkt morgen nach dem Sitzpunkt der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN aufgerufen, mit einer Redezeit von 10 Minuten.
allgemeines Einverständnis. Da ich den Kollegen Staatsminister Wintermeyer sehe, es wird immer mal wieder gefragt mit diesen Masken und dem Kram da, ob wir noch ein paar Masken hätten. Ich würde darum bitten, dass sich der Minister mal darum kümmert. Vielleicht macht auch irgendeinen Laden auf irgendwo im Land hier und verkauft die. Das kann auch sein. Auf jeden Fall ist der Wunsch geäußert worden, auch jetzt von mir. Bitte darum, das hat das letzte Mal gut geklappt. Seht zu, dass das wieder klappt. So, bitte hier vor dann zu mir. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Tagesordnungspunkte 13, 14, 15, 102 und 103. Und den Punkt, den wir jetzt hatten, der 109, den nehmen wir auch damit dazu. Das war der Punkt, den wir gerade noch mit aufgenommen haben.